Kann ich nein sagen. Ich ärgere mich so, dass ich diesen blauen Stein bekommen habe und nichts damit machen konnte. Warum kommt da das DLC nicht? Das ist schon Bock, muss ich sagen. Im DLC würde ich mich sehen, Leute. Aber Monkeycraft testen wir dann so gegen 10, würde ich sagen. Ich glaube, ich lade es nachher gleich runter. Und dann schauen wir uns das nochmal an. So, machen wir den hier. So, ja, hier war schon wieder eine Kralle. Dann können wir mit der Schaufel für ein paar Runden arbeiten, ne? Weil die ist günstig. Eine günstige Schaufel ist schon sehr geil. Aber ich vielleicht schon eine Runde zu spät. Wir sollten auf Gerüchte vermutlich... damit nicht jeder enttäuscht ist, was kommt. Ja, ich habe auch... Ich kann es auch nicht einschätzen. Worauf die aus sind. Also natürlich würde ich mich mega über ein DLC freuen. Boah. Jetzt auch keine Tragödie, wenn es nicht klappt. Oder? Leute, so schlimm kann das schon nicht sein. Ich meine, die Engine ist ja da. Man muss ja nicht viele Sachen neu erfinden. Das ist ja schon mal das Geile. Aber das sage ich jetzt natürlich nur auch aus einer Laien-Sicht. Wie man programmiert. Aber in meinem Verständnis ist es so, dass wenn die Basis schon mal so gut ist, dass wahrscheinlich dann den Rest zu programmieren, in Anführungszeichen, doch nicht so schwer sein kann. Oder? Nee, sich auch mal Mühe geben. So, das ist ein billiges Schwein. Billiges Schwein nehmen wir mal, auch wenn zu viele Schweine sehr gefährlich sind. Aber wir haben ein gute Pfanne. Das Healing nervt, das ist ganz schön stark. Okay, das ist geil, aber sehr teuer. Sehr, sehr expensiv. Okay, also langsam bräuchten wir einen Gubat. Jetzt drehe ich durch. Das ist auch schon eine Überlegung zu holen. Das ist ein sehr günstiger Lightsaber. Der ist sehr günstig. Aber ich habe noch nicht so oft mit Lightsaber gespielt. Da braucht man sehr viel Staub. Aber wir könnten hier Lightsaber-Karotten-Gubat spielen. Das ist ein sehr gutes. Und theoretisch auch sowas. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen viel Obst.
Aber der Lightsaber haut am Anfang halt viel rein, ne? Oha. Das ist ein Schnapper. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall hier eine neue Einteilung. So, das ist, wir machen den. Hey. Den und den. So, wir brauchen halt Health irgendwie. Health, also Lebensregeneration. Und dann wäre es natürlich nice, wenn wir super viel Essen an einen Ort bringen. Jo. Also lieber Essen an den Ort da hinten bringen, ne? Der wirkt aber auch irgendwie unappetitlich. Mag ich das Karotten-Ding zu steigern. Da ist das Ripsaw. Dem Ripsaw weiß ich halt umzugehen. Wir locken das mal und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Handschuh kriegen. Falls wir noch einen Handschuh kriegen sollten, dann wird es, denke ich, ganz nice. Ja, ich glaube, das Ripstar ist einfach besser, wenn ich die andere Synergie nicht habe. Und das ist ein billiger Bird. Ein sehr günstiger Vogel, Mann. Hm. Soll das so hier sein? Boah, das ist jetzt hier viel Ordnung, aber es ist kein Gubert, ne? Also ohne Gubert ist hier aber auch gar kein Spaß. Langsam wäre er schon nützlich. Würde ich mal sagen. Langsam würde ich mich sehr über einen Gubert freuen. Die Schatulle würde ich eigentlich auch haben. Ja, wir bräuchten Gubert. Hast du schon mal ein Bild mit dem Großschwert gemacht? Nee, noch nicht. Da muss ich mir aber erst die Mechanik quasi so richtig aneignen. Aber beim Großschwert. Guck mal, jetzt hätten wir. Jetzt hätten wir kein AD-Gubert mehr. Jetzt können wir Karotten-Gubert machen, ne? Wir bräuchten das, das. Dann brauche ich mir eigentlich noch mal Platz. So, guck mal. So. Ach du Scheiße. Dankeschön. So, und dann noch mal die Potion. Das heißt, wir haben dann nächste Runde ein sehr, sehr schnelles Schwert. Ein sehr, sehr schnelles Schwert.
Ja, deswegen brauchen wir den blauen Stein. So, da ist Gubert. Da ist der Gubert. Der Gubert, den wir auch brauchen. So, und zwar wäre das cool, wenn du natürlich so viele Sachen, wie es geht, triggerst. Du gehst ein bisschen noch nach da. Ah, das ist aber unangenehm hier. Oh, das tut aber irgendwie weh, ne? Aber es geht. Wenn man sich richtig Mühe gibt. So, okay. Ja, das ist schon mal. Also, nächste Runde wird das ganz toll. Nächste Runde wird das ganz toll. Ich glaube, wir müssen das noch eine Runde so lassen, okay? Eine Runde lassen wir das noch so. Und dann stellen wir das nach dem Rucksack um. Ich meine, guck mal, wie viel Platz wir jetzt kriegen durch Google. Oh, das ist wichtig, dass wir jetzt Ripsa haben. Hier wäre ohne Ripsa eine Katastrophe. Okay, das ist ein sehr günstiges Buch. Das ist der Matchwinner hier. Brauche nur noch ein bisschen mehr Platz. Okay. Ja, den blauen brauche ich da nicht mehr. Geil. Also der gewinnt uns das Game. That's the whole idea. Dann kommen auf jeden Fall. Also du und du. Ihr arbeitet jetzt mal richtig krass. So, das heißt aber theoretisch, dass wir hier so ein bisschen Platz nach unten machen müssten. So ein bisschen. Weil hier würde ich schon sehr gern die Dagger haben. Eigentlich. Ich meine, die Alternative wäre so. Sieht schon sehr tödlich aus, muss ich sagen. So. Sieht schon sehr, sehr tödlich aus. Okay, dann brauchen wir richtig viel Ausdauer. So übelst viel Ausdauer. Ja. Ja. Das hier sieht schon nicht schlecht aus. Okay, also das Ding müssen wir nächste Runde holen. Und da brauchen wir noch übel viel Tränke. So, ja, der kassiert halt extrem. So, also den brauchen wir nicht. So, der Gegner hat keine Armor mehr. Jo. Das ist extrem viel Schaden.
Scheiße, Mann. Schon gern das. Boah, sieht das schlimm aus. Sieht das schlimm aus, aber irgendwie auch gleichzeitig okay. Ja, noch einen roten Stein und dann ist GG. Damit wir noch healen können. Das ist gut. Das ist sehr gut. Bam. So, dann der hier noch. Lebe das Buch triggern lassen. Eigentlich mehr Ausdauer triggern schon ganz geil ist. Bräuchte dann noch Lifesteal, das wäre übergut. Irgendwie noch Lifesteal wäre übel nice. Stimmt, ich muss noch den Trank da irgendwie hinkriegen. Tja, das kann ich mir beide offensichtlich nicht leisten. Ja, Lifesteal wäre das Beste. By far. Und die Armor ist egal, die er hat. Also ich glaube, wir können hier noch nicht viel erreichen. Das ist so. Ich hätte schon Bock auf die Rüstung, muss ich sagen. Aber ich hätte auch Bock auf den Bird. Und Bock auf den Ring da hätte ich auch. Ich kann den nicht gut platzieren. Also hier wäre der halt gut, aber... Dann geht es mit dem Pfeil nicht mehr auf. Es wäre halt cool, wenn ich sehr schnell critten könnte. So schnell es geht, kritten. Okay, der hat sehr viele Tränke. Ja, also ich trinke die Tränke alle und dann sind die halt tot. Der war eh for free. So, jetzt haben wir hier ein Szenario, das ich gerne irgendwie ordentlich gelöst hätte. Also eigentlich müsste man so machen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Matteo holen, Leute. Irgendwann ist das nun mal nicht mehr schaffbar. Ist das hier halt einfach nicht mehr passable. Irgendwie so. Quasi so hier. Ja. Erstmal den und dann, also eigentlich müssen wir uns die Rüstung holen.
So, Rüstung. Und jetzt müssen wir Platz machen. Jetzt müssten wir dafür irgendwie krass Platz machen. Eigentlich ist das hier schon sehr wichtig. Okay, aber wir können jetzt so machen. Und dann erstmal ohne das Ding spielen. Und das Ding reservieren wir. Weil wir brauchen halt am Anfang ein bisschen Tankiness. Hier klauen wir halt viel. So, dann trinken wir hier übelste Sorte. Kriegen plus 7 mit Tag. Ja, der wird komplett annihilated, ja. Aber wir brauchen noch mehr Tränke. Wir brauchen halt legit noch mehr Tränke, Leute. Sonst wird das nichts. So, jetzt haben wir quasi einen Roll nicht gekriegt. Und dann quasi so. Dann ist das trotzdem noch halbwegs gut. Noch ein Trank, der ist wichtig. Der ist halt wichtig, aber ich kriege ihn halt nicht sauber rein. Ich müsste quasi alles nach unten schieben. Einmal. Ich muss halt alles einmal nach unten schieben und dann kriege ich noch einen übereinander. Boah. So, seht ihr das? Das heißt, ich kann so machen, theoretisch. So. Und dann so. Dann die drei. Dann so. Ja, also, ja, es ist toll. Toll ist das. So, dann hätte ich natürlich gerne, wie gesagt, das hier. Aber irgendwie in gut, oder? In gut wäre ja gut. So ist doch irgendwie cool, oder? Wenn er bis runter gehen würde, wäre geil. Aber geht ja nicht. Okay, also ich finde, das ist noch irgendwie in Ordnung, oder? Wir haben sehr viel Tränke. Der hat auch Ripsaw. Aber wir haben halt Falcon noch. Und alle seine Armor-Tränke sind halt für den fucking Arsch. Denn die ganzen Rüstungstränke ist natürlich völlig nutzlos. So, hier könnten wir jetzt so hier machen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber wir haben noch eine Potion mehr. So, und die Möhren sind halt aber auch wichtig, weil die Möhren eskalieren halt bei viel Glück. Jetzt brauchen wir eigentlich coole Steine und noch ein ganz kleines bisschen mehr Platz. Ja, so zum Beispiel, ne? Wait, geht das? Das geht fast, ne? Ich habe zu viel dann. Weil ich kann hier unten nicht drei hinmachen. Seht ihr, was ich meine? Ich würde dann eine Tech-Speed-Tasche
verschwenden. Ich jetzt so mache, geht nicht. Ich muss eine Attack-Speed-Tasche finden. Attack-Speed-Tasche. Und eigentlich will ich sowas auch. Ja, wohin mit dem Schanz? Ich kann ja den schneller kritten lassen. Ist schon wichtig. Aber sieht halt so traurig aus, ne? Aber wir brauchen ja auch Karottengubert für die Buffs. Juwelierbox raus. Eine Juwelierbox ist noch das, was uns sehr goldeffizient steigert. Hier oben werden wir auch noch ein bisschen was haben. So, der hat sehr viel Armor und das ist völlig useless. Das ist richtig geil. Seht ihr? Das machen wir dann, der stirbt. Deswegen ist der blaue Stein halt OP. Ah, die Juwelierbox, stimmt, du hast recht. Ich hätte sie rausnehmen sollen, weil ich schon fertig bin. Ja.